Herzlich willkommen zurück zu My Time with Sandchalk. Ja, wir haben wieder einen neuen Tag und wir schicken wieder mal unsere Haustierchen arbeiten. Und danach starten wir richtig durch. So, erstmal alle graben schicken, denn uns fehlen ganz schön Ressourcen. Und wir haben jetzt auch einen neuen Bereich entdeckt, nachdem wir die Brücke gebaut haben beim letzten Mal. Mal gucken, ob wir heute da noch ein bisschen uns umschauen können. Sei denn, wir haben vielleicht wieder irgendwelche Ereignisse hier in Sandrock. Das passiert hier ja auch häufiger. Story geht voran. Sehr, sehr spannend. Oh, guten Morgen, guten Morgen. Hallo, hübscher Vogel. Wer ist dein hübscher Vogel? Oh, Ex ist da. Was ist los? Warum redest du nicht, Kind? Du musst dich ausdrücken. Okay. Fang, helfen, Fang. Achso, Fang, helfen. Idee, Idee. Warum spricht Fang nicht? Was ist mit ihm passiert? Eine Idee, um Fang zu helfen? Wertlos. Ich werde dich nie meinen Bruder nennen. Halt den Mund. Bruder? Fang hat einen Bruder? Mama, geht es dir gut? Ich werde nicht ewig da sein. Erinnere dich an die guten Zeiten, Schatz. Ganz allein, ganz allein. Oha. Hilf Fang, hilf Fang. Er kann reden. Der Junge muss lernen. Idee, Idee, folgen, mir folgen. Okay, ich hab's verstanden, ich muss dir folgen. Erinnerung an die gute alte Zeit. Oh, da ist wieder ganz schön was los auf der Karte, ich sehe es schon. Aber ich meine, dafür ist es ja dann immer schön spannend, ne? Aber was ist wohl mit Fang? Wir haben ein bisschen von Fangs Hintergrundstory ja schon erfahren. Also das mit seiner Mutter zum Beispiel. Aber in seinem Haus sind ja überall Bilder von seiner Familie. Und der hat ja den Vater das so richtig rausgebrannt, ne? Das sah so ein bisschen gruselig aus. Huch. Mercatori? Buch, Buch, gib mir, gib mir, gib mir. Ich habe dir gesagt, Spatzenhirn, dass du nicht gewinnen kannst, wenn du nicht spielst. Spatzenhirn. Schatz, ich brauche es nur für einen Moment. Ich gebe es dir gleich zurück. So funktioniert das nicht. Ich kann nicht einfach Preise verteilen. Das macht den ganzen Zweck meines patentierten goldenen Gans-Systems für den Tausch von nicht fungiblen Tokens zunichte. So funktioniert das nicht. Das macht den ganzen Zweck zunichte. Hey, hör auf, Ex. Ich höre mich nicht so an, oder? Oh, Vreni, hilf mir. Was ist los? Was ist das Besondere an diesem Buch? Ich frag mal. Der Vogel will unbedingt das neue Buch, das ich bekommen habe. Aber wenn ich ihm einen Preis gebe, muss ich anfangen, ihn an alle zu verschenken. Dann muss ich am Ende noch wegen Insolvenz das tun, was du immer in den Ruinen machst. Abtauchen. Okay. Böses Vögelchen. Fang brauchen. Gutes Buch. Ich betreibe ein Spielezentrum, keine Bibliothek. Ich gebe es dir nicht. Eieiei. Lies es noch einmal, Mama. Okay, okay, aber das ist das letzte Mal. Wovon redet er überhaupt? Wahrscheinlich hat seine Mutter ihm das vorgelesen, ne? Wenn du es wirklich willst, dann musst du jemanden finden, der es für dich gewinnt. Oder lass dir ein paar Daumen wachsen und gewinn ihn selbst. Hehe. Mach dich ruhig über mich lustig, du Spatzenhirn. Vögelchen, Vögelchen, helfen. Gerade eben war kurz die Musik weg, ne? Ist ganz komisch. Guter Vogel, ich glaube an dich, du kannst es schaffen. Okay. Siehst du, da hast du es, Rainy. Du hilfst, das Buch zu gewinnen, oder, Rainy? Und das wird dann dich dazu bringen, deinen Schnabel für eine Weile zu halten, oder? Danke, Rainy. Du bist ein Lebensretter. Du weißt, wo mein Tauschschalter ist. Hoffe ich. Guter Vogel, danke. Na gut. Was haben wir hier noch so Schönes? Der Adler im Tal, das war's, ne?
zum Glück habe ich genug Token. Also, da brauchte ich nicht mehr spielen. Ich habe die ja nie wirklich eingelöst, ne? Die ganzen, die ich gesammelt hatte über die Zeit. Dann können wir das hier direkt Fang geben, ne? Ein bisschen hier Storytime. Freut mich. Profispieler, Rainy, haben. Profispieler. Hm? Preis, goldene Gans, Hilfe, Hilfe. Ich werde nicht immer hier sein, du musst etwas sagen. Du schaffst das, Fang. Ach, wie süß, wir wollen, dass du mehr redest. Du hast deutlich im Schlaf gesprochen, du musst es nicht tun, wenn du nicht willst. Du schaffst das, oder? Ja, Herzchen. Sprich lauter, Schatz, sprich lauter. Es tut weh zu sprechen. Sei tapfer, es wird alles gut. Es ist okay, es ist okay. Es ist alles, es ist zu viel. Erinnere dich an die guten Zeiten, Schatz. Die guten Zeiten sind vorbei. Oh, wie traurig. Gib, ich erinnern. Hä? Das Ex, ich sagte, wir brauchen das nicht. Hier, das Buch. Oh, wie süß. Kleiner Fang, ich will es noch einmal lesen, Mama. Na gut, aber es ist das letzte Mal. Wie süß. Da hat er auch so kurze Haare, ne? Ich kann mir Fang mit kurzen Haaren gar nicht vorstellen. Es wäre lustig, wenn man noch so ein anderes Porträt hätte. Du liebst dieses Buch wirklich, hm? Ja, es ist mein absolutes Lieblingsbuch, Mama. Imitiert Ex dich? Ist das dein Lieblingsbuch? Ja, und hat Mama mir immer geholfen, es zu lesen. Nochmal, nochmal. Jeden Abend, mein Lieblingsbuch. Ach, will Ex jetzt, dass ich ihm das vorlese? Ich liebe dieses Buch, Mama. Oh, süß. Die gute alte Zeit. Bevor er zurückkam. Er? Wer ist er? Du hast das mitgebracht? Wer ist er? Lass es mich dir zeigen, Rainy. Ja? Ich bin bereit. Es war einmal ein Ei, das in einem Nest lag. Aus dem Ei schlüpfte ein kühner junger Adler mit geschlossenen Augen und einem breiten Lächeln auf seinem Schnabel. Fängt schon mal gut an. Breiten Lächeln, okay. Er flatterte ein bisschen mit den Flügeln, aber es brachte nichts. Der Regen wurde immer schlimmer und der Adler begann zu frieren. Ja. Und dann fand der Adler endlich die Kraft, seine Flügel zu benutzen und schwebte über den Berg weg von den Wolken, um frei in den blauen Himmel zu gleiten, glücklich bis an sein Lebensende. No. Bravo, bravo, wunderbar. Das war eine schöne Geschichte. Du hast es durchgeschafft. Es ist noch ein langer Weg bis dahin. Ich hatte fast vergessen. Er kann reden, er kann reden, er kann singen. Ja, sing mal, Fang hier. Ich bin bereit zu versuchen. Für dich, meinen... Ja? Freund. Ich wurde gerade voll gefriendzoned. Aber jetzt muss ich zurück zur Arbeit. Lass uns wiedersehen, bald. Chronik von Fang freigeschaltet, die Show von Ex. Du findest es im Tab Beziehung, Charaktere, Chroniken. Die Dinge, die ich jetzt betreue, erholen sich alle. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann. Ja. Komm mal mit. Sich die Beine zu vertreten, ist sicher ein Heilmittel für irgendetwas.
Entschuldigung. Das Ding ist halt, ich kann ihn gar nicht daten. Das ist bei Feng noch gar nicht möglich. Ich dachte, ich mache nochmal so einen Vergleich mit Owen, dass ich dann mit ihm halt dieses Spielen wähle, ne? Also das, die Vorstufe zum Daten, weil wir sind gute Freunde. Guckt euch das mal an. Wir haben 4,5 Herzen und trotzdem kann ich mit ihm nicht irgendwas unternehmen. Hier kriegt er erstmal ein bisschen Mapo-Tofu. Aber es ist schon ein bisschen traurig. Aber wir können ja wenigstens so tun, als ob. Er kommt jetzt mal einfach mit. Für den Tag. Und ja, auch wenn wir nichts mit ihm unternehmen können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dann habe ich ja gar nicht den direkten Vergleich mit Owen, ne? Weil ich dachte, ich mache nochmal so ein Date mit Feng. Und schaue dann, ob, ja... Ja, wen ich dann letztendlich wähle. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ihr merkt es, langsam verliere ich sogar die Hoffnung, dass ich hier überhaupt irgendjemanden date. Okay, da unten brauchen wir eine Jagdmüllstation. Wartet, ich hatte noch einen anderen Gedanken. Ah, ich habe das DLC gekauft übrigens. Das habe ich auch schon installiert. Ich habe nur noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Aber ich glaube, man muss einen extra Tab irgendwie, weil gerade eben stand das ja auch irgendwas mit Chroniken. Oh, halten die Händchen? Wir haben gerade Händchen gehalten? Warum halten wir Händchen? Jetzt nicht mehr. Ihr habt das doch auch gesehen, oder habe ich mir das eingebildet? Wir haben Händchen gehalten. Hey Amira, hier ist die weiße Tonerde, die du wolltest. Ich war mit Daisy auf den Salzebenen und habe ihn geholt. Dort gibt es noch einen ganzen Haufen, falls du mal mehr brauchst. Weiße Tonerde? Das ist wunderbar. Danke für deine Hilfe, Elsie. Ach, kein Problem. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Tihi, ich wusste nicht, dass dieser Ton seine Farbe durch die Mischung mit Vogelkacke erhält. Kein Wunder, dass er einen seltenen Farbton hat. Okay. Quack, quack, OM. Fand sie das jetzt beleidigend? Du brauchst keine Angst zu haben. Sie will einfach nur gut gemacht. Ach so, dass man sie lobt, oder wie? Wie soll ich sie denn nennen? Einfach Martel Enter? Nee, ihr Name ist Daisy. Sie wird sich sehr freuen, wenn du ihren Namen lernst. Nun, danke, Daisy. Quark. Siehst du, Daisy? Ist es nicht schön, den Leuten zu helfen? Quark, quark. Keine Sorge, du wirst deinen gesalzenen Fisch bekommen. Cool. Sind wir mit Amira auch gute Freunde? Ach, Daisy. Die sieht so cool aus. Warte mal. Quack, quack, quack. Süß. So ein schönes Tier. Ja. Okay, warte mal hier. Ist irgendwo eine Schatzkiste. Ich habe sie bis jetzt immer übersehen. Noch nie hier abgeholt. Die gab es, glaube ich, auch schon von Anfang an. Da oben auf dem Dach, ne? Okay. Also gucken wir mal, ob wir hier von der Seite irgendwie da hochkommen. Zack. Okay. Jagdmüllhorn. Armband aus Jagdmüllhorn. Okay. Na gut. Cool. Ich bin vielleicht fast aus der Puste. Ja komm, Feng, du musst deine Kondition auch ein bisschen trainieren, ne? Ist ja schon traurig, dass du hier vom ein bisschen Laufen schon fertig bist. So, dann, hi Sandy. Na du? Gru-gru. Genau. Ich weiß, dass du Adlerflöten magst, ne? Denn das hatte ich mal nachgeschaut. Hier, bitteschön. Cool. Jetzt kann ich Sandy auch Geschenke machen, weil ich glaube, diese Schlangen lassen manchmal diese Flöten fallen. Dann ist das ganz gut, wenn ich die aufsammle und dann direkt verschenke. Weil ich kann mit denen auch nichts anfangen, ne? So, hier soll es auch noch irgendein Ereignis geben. Wahrscheinlich wegen der Brücke, ne? Oh ja. Jetzt, wo alle da sind, lass uns mit dem Treffen beginnen. Mint und ich haben Teile der Eufaula Range untersucht und einen überarbeiteten Plan ausgearbeitet, den wir allen vorstellen wollen.
Dies ist eine Karte der südlichen Eufala zwischen Sanchok und Portia. Wir sind hier in der oberen rechten Ecke und Portia ist unten links. Dazwischen liegen die beiden Gebirgszüge und die riesige Wüste. Oh, das sieht echt weit aus, ne? Steht viel Arbeit vor uns. Für den Sanchok-Tunnel haben wir die kürzeste Route durch die Eufala Range gewählt, um Geld zu sparen. Sie beginnt hier und endet an diesem Punkt. An welchem Punkt? Ich sehe den Punkt nicht. Der einzige Nachteil ist, dass die Felsen auf dieser Route größtenteils metamorphe Gesteinsformationen sind, sodass die Bohrmaschine, die für diese Route verwendet... Oh, sorry. Sie haben meine Meinung geändert. Ich will den Roboter benutzen. Was? Das kam random? Hä? Denselben Roboter, der sie fast getötet hat? Dieser Typ hat mich überzeugt. Oh, Chi, bestimmt, ne? Darf ich sagen, Sir? Sie haben einen ausgezeichneten Geschmack. Wirklich, ich dachte, wir würden das gleiche Konzept wie in Portia verfolgen. Moment, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber ich fühle mich etwas verloren. Was soll ich sagen? Welchen Roboter? Geben Sie mir alle Details. Sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Mobilitätsanzug. Richtig, richtig. Bevor wir zum Roboter des Direktors kommen, müssen wir noch ein paar Dinge erledigen. Erstens gibt es jenseits des Brückenpasses Felsen, große Felsen. Wir müssen sie zertrümmern. Ich möchte, dass die Handwerker uns dabei helfen. Okay, läuft. Ja, also Felsen wegmachen. Wenn wir drüben sind, müssen wir Sprengladungen bauen, um einen Eingang in den Berg zu sprengen. Hast du bei der örtlichen Kirche des Lichts nachgefragt, ob sie das erlauben? Ah, Pastorin Mathilda war nicht allzu beunruhigt, als ich das Thema ansprach. Sagt Miguel einfach nichts davon, denke ich. Jetzt erzähle ihnen vom Bohrer-Direktor. Bohrer brauchen wir noch? Ja, ich schlage vor, dass ich statt eines langsamen Bohrfahrzeugs mit Laufflächen meine Zeit darauf verwende, den Mobilitätsanzug unserer Stadt zu verbessern. Ich rüste ihn mit einem miniaturisierten Bohrer aus, der vom R47 Kraftkern Ultra des Anzugs angetrieben wird. Mit dem R47 Kraftkern Ultra, das sollte dem Bohrer genug Schwung geben, um selbst das härteste Gestein aufzubrechen. Jetzt verstehe ich, warum Herr Musa auf dich gehört hat. Das ist ein genialer Plan. Ja, Ressourcen sparen und so, ne? Guten Morgen, Schlafmütze. Sage nur, wie ich es sehe. Weiter im Text. Wenn meine Berechnungen richtig sind, könnte der Großteil der Grabungsarbeiten von einer einzigen Person erledigt werden, die den verbesserten Mobilitätsanzug steuert. Ressourcen sparen. Wer wird diese Person sein? Ich bin mir sicher, dass wir eine sehr faire und unvoreingenommene Auswahlmethode finden können. Darf ich vorschlagen? Darüber sprechen wir, wenn es soweit ist. wenn der Mobilitätsanzug wirklich so viel Arbeit leisten kann, werde ich den Großteil des Budgets für stabilere Rahmen verwenden. Sobald der Tunnelvortrieb beginnt, wird mein Team die Rahmen hinter dem Anzug aufstellen, um sicherzustellen, dass der Tunnel nicht einstürzt. Wir brauchen dabei auch die Hilfen der Handwerker. Ich schicke die Bauanleitung, wenn wir fertig sind. Und schon bald, ehe wir uns versehen, haben wir einen Tunnel und eine Straße. Ganze 13 Kilometer durch festen Fels, direkt in die südliche Eufaula-Wüste. Wenn der Tunnel fertig ist, brauchen wir eine Pflastersteinmaschine, mit der wir den Straßenbelag herstellen können. Aber darüber können wir später sprechen. Von da an, wir müssen wohl abwarten, wer zuerst in der Mitte ankommt. Wir oder Portia? Nun, niemand kann sagen, dass jemand unvorbereitet erschienen ist. Mint, Sie arbeiten mit Direktor Chi an seinen Verbesserungsentwürfen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Schicken Sie die Bauanleitung an Rainy, wenn sie fertig ist. Verstanden. Trudy, sind wir uns einig? Einiges davon ist ein bisschen zu hoch für mich, aber als Bürgermeisterin kann ich manchmal nur auf deine Experten vertrauen. Ich bin dabei. Ich denke, dann können wir die Besprechung hier beenden. Ich habe Trudy bereits ein Budget vorgelegt, also können wir loslegen. Alles klar, an alle starten wir Projekt Portia-Verbindung. Cool. Felsenfest, Mission gestartet.
Klingt sehr gut, finde ich. Also erstmal die Felsbrocken beseitigen, ne? Da kümmern wir uns auf jeden Fall. Oh, guck mal, wir halten wieder Händchen. Habt ihr das gesehen? Ich habe mit Heidi alle ihre Pläne besprochen und sie mit denen von Portia abgeglichen. Ihre Pläne waren so gut durchdacht, dass ich ihr einfach hätte telegrafieren können, anstatt auf diese Reise zu gehen. Es ist immer besser, Dinge persönlich zu besprechen, denn so kann in Zukunft besser zusammengearbeitet werden. Wie auch immer, wie wäre es damit? Machen Sie einen kleinen Urlaub hier in Sandrock. Alle Kosten werden bezahlt. Bleiben Sie aber nicht zu lange hier. Gail hat mir erzählt, dass Sie bald mit der Brücke zu Alfalo beginnen, ja? Da kann man nicht widersprechen. Und ja, Sie haben recht. Das wird auch eine ganz schöne Aufgabe. Zum Glück haben wir in Portia einen neuen Handwerker, der dieser Aufgabe mehr als gewachsen ist. Aha. Oh, ich würde diesen Handwerker gerne kennenlernen. Ich krieg Flashbacks zu My Time mit Portia. Da war ja Musa auch. Oh, guck mal. Ich habe mir das nicht eingebildet. Oh, ich würde am liebsten ein Foto davon machen. Das finde ich voll cool. Aber ich wusste gar nicht, dass es mein Händchen hält. Ich habe noch nie mit ihm... Also, habe ich schon mal Folgen gemacht? Doch, habe ich schon, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ernsthaft, warum halten die Händchen? Machen das Freunde so? Da fühle ich mich leicht asozial. Ich mache das in der Regel nicht so. Okay. Ich bin begeistert. Das geht auch mit der anderen Hand. Aha. Interessant, interessant. Ich bin fasziniert. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, ob das so sein soll. Weil eigentlich, das ist noch nicht mal dieses, wir wollen freundschaftlich miteinander Zeit verbringen Ding. Hm. Ob das vielleicht irgendwie ein Zeichen ist, das, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich noch verwirrter. Aber ich finde es irgendwie süß, muss ich sagen. Dass wir so freundschaftlich, ganz platonisch, Händchen haltend hier durch die Gegend rennen. So, da beim Blue Moon ist noch was. Und hier bei Konstruktionskreuzung noch. Und da hinten, okay. Joa, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zur Konstruktionskreuzung. Danach zum Blue Moon. Und danach geht es Richtung... Ah, vielleicht sollte ich dann schon mal die Jagdmesterstation fertig machen. Damit wir nicht jedes Mal diesen langen Weg laufen müssen, ne? Willst du machen? Guck mal, ich finde das einfach so niedlich. Das kann doch kein Bug sein, oder? Hallo, Mint. Ich sitze mal ein bisschen neben dir. Fertig. So. Ich gähne ständig und bekomme Sand in den Mund. Aber weißt du, eigentlich schmeckt er ganz gut. Ja. Kein Kommentar. Der Typ ist auch so ein sehr interessanter Charakter. Hätte auch aus Sandrock kommen können. Nun, ich war hier keine große Hilfe. Sie haben so ziemlich die ganze Arbeit gemacht. Ich kann sehen, dass Portia gut für sie war. Sie sind reifer geworden, Albert. Früher haben sie sich oft beschwert, wenn sie außen vorgelassen wurden. Und du siehst besonders gut aus, Heidi. Hast du danach noch etwas vor? Aha. Ich dachte, wir hätten das schon besprochen. Genau, ich dachte nur, dass vielleicht genug Zeit vergangen ist, um es noch einmal zu versuchen. Geschmeichelt, aber nicht interessiert. Also in meinem Teil von My Time mit Portia war Albert mit Sonja zusammen, ja? Genau, vielleicht können wir uns einfach als alte Bekannte treffen. Das geht. Also Sonja, die eine, wisst ihr das, welche ich, also wer das Spiel vielleicht gespielt hat, weiß, von was ich da rede. Weil da hatte man die Möglichkeit, andere Leute zu verkuppeln. Und ich habe Albert und Sonja verkuppelt. Ja. Aber anscheinend in diesem Durchlauf ist es nicht so gewesen. Weil sonst hätte er ja nicht versucht, irgendwie mit Heidi auszugehen, ne? Joa. So, was geht hier vor sich? Ach, Amira? Ihr zwei. Der Mann, der sich über mein Outfit lustig gemacht hat und die Schönheit, die mich ausgelacht hat. Oh, haben die ihn gemobbt? Nur weil ich einfach keine Ruhe bekam. Hör zu, ich bin nicht nachtragend. Also seine Hose ist schon ein bisschen flashy.
Ich kann verstehen, dass du dich für den Job, den du wolltest, angezogen hast, aber wer will schon eine karierte Mundwasserflasche sein? Oh, Pablo, nein, offensichtlich hast du seine Gefühle wirklich verletzt. Hör auf, bitte hör auf. Du hast ein gutes Herz und ich darf sagen, dass du noch schöner bist, als du es in meinen traumabedingten Erinnerungen warst. Der Junge flirtet doch alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ne? Hey, Amira, er belästigt dich doch nicht, oder? Oh nein, wir diskutieren über meinen Sinn für Mode. Du findest ihn doch gut, oder? Oh, hey, Engelchen, ich habe dich gar nicht gesehen. Sag mal, ich kenne dein nettes Lokal in der Nähe mit echter OEV-Küche. Eieieiei. Echt jetzt? Ja, gibt's ihm. Eieieiei. Verhältst du dich immer so? Sorry, ich kann mich daran nichts erzählen. Irgendwie... Okay, sein Arm ist so komisch gebogen. Egal. So, Ernest, in Atara werde ich ab und zu auf der Straße angehalten, aber es ärgert mich, dass sie mich meist nur als den Bruder meiner berühmten Schwester erkennen. Den kennst du... du kennst sie vielleicht als Luna. Das ist der Preis, wenn man im Schatten von Penn steht, nehme ich an. Penn? Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal, ne? Das ist vielleicht ein Übersetzungsfehler? Danke, dass du an mich gedacht hast. Bitteschön. Also, was geht hier ab? Oh, wird gemacht. Was wird gemacht? Ich habe was verpasst, ne? Na toll.